Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, wie geht's dir? Das ist der Wahnsinn. Wo sitzt du denn? Ich sitze im Campervan. Das ist einfach grandios. Weißt du, Jesko, wir sind mitten im Interview. Schönen guten Morgen nach Neuseeland. Nach Neuseeland, nach Queenstown. Ah, wie geil ist das denn einfach alles? Es ist einfach alles unglaublich geil in der heutigen Zeit. Ja, nachdem ich ja vor kurzem schon euer Urgestein, den Michael Lorenz im Interview hatte, also das ist ja sozusagen einer, mit dem alles begann, sozusagen in Deutschland, Europa Juice Plus Family, Yes. hab ich heute mit dir den jüngsten NMD, ist das richtig? In der Dachregion aktuell, ja. Jüngste NMD in der Dachregion aktuell. Also Glückwunsch erstmal dazu, aber bild dir nicht so viel drauf ein. Die nächsten stehen schon in den Startlöchern. So ist es. Ich hoffe es. Hoffentlich bei mir. Und ich wollte dich fragen, wenn du der Jüngste in der Dachregion bist, was machst du denn in Neuseeland? Mein Leben genießen. Nee, also ich habe tatsächlich mit meiner Freundin gemeinsam gesagt, also ich war vor 5 Jahren da, hier hat eigentlich alles begonnen, meine gesamte Juice Plus Story. Und dann habe ich, bevor ich sie kennengelernt habe, eigentlich schon gesagt, ich gehe wieder hin. Dann habe ich sie kennengelernt, habe ich gesagt, okay, lass doch gemeinsam hingehen. Und jetzt haben wir einen 3,5-monatigen Trip draus gemacht, waren in Thailand einen Monat und sind jetzt für 2,5 Monate hier in Neuseeland und genießen unser Leben. Herrlich. Ja, und damit sind wir mittendrin im Rekrutier-Live-Erfolgstalk. Ich begrüße sozusagen heute den Jesko Westphalen, ein richtiges Nordlicht. Du kommst irgendwo aus der Nähe von Flensburg. Flensburg. Yes. Flensburg, dort, wo es immer diese schönen Punkte gibt, dort, wo man immer anrufen muss, um zu wissen, ob und wie weit man noch fahren darf. Genau, das ist der einzige Grund, warum man Flensburg kennt. Das stimmt aber wirklich. Und wegen Flensburger Pilsner noch. Stimmt, ja. Wobei Da da die gibt es, Bierliebhaber. genau, wobei da gibt es ja auch diese harte Nord-Süd-Linie. Du weißt das ja, wie das ist mit dem Pilz. Und dann, also wenn ich hier mit dem Flensburger Pilz in Bayern aufschlage, es kriegt keiner runter. Weil genauso wie im Norden Helles kaum jemand trinkt, wo sagst du, oh, da sieht man wieder Ja. alles irgendwie eine Frage der Gewohnheit und Prägung. Essen ist ja auch Prägung, Trinken ist Gewohnheit. Ja, also Absolut. ich bin motiviert, dass du so eine geile Leitung hast. Hast du einen Hotspot oder wie läuft das? Ich habe einfach mobile Daten von meinem Handy und ich hoffe, das hält alles. Okay. Und wenn ich jetzt so ein bisschen hinter dich schaue, was sehe ich denn da alles? Pennt ihr in dem Ding auch drin? Ja, das ist unser Zuhause, unsere erste gemeinsame Wohnung. Natürlich unsere Produkte am Start, eine kleine Küche und sonst noch unsere Klamotten. Und das war's auch schon. Also Leben mit dem Minimalsten. Super. Und weil du gerade Produkte auch sagst, du bist ja jetzt 23, bist Genau, ja. irgendwie mit 18 gestartet und jetzt einfach mal gleich direkt reingefragt, sitzt mir da irgendwie mit 6 Jahren im Sandkasten oder mit 5 und sagt, wenn ich mal größer bin, möchte ich Obst und Gemüse in Kapselform als Botschafter der gesunden Lebensführung unter die Menschen bringen. Oder wie Genau lief so das? war es. Ja, genau so saß ich im Sandkasten. Nein, Spaß. Also bei mir war es so, ich hatte nie eine Ahnung, was ich machen wollte. Also natürlich wurde ich immer mal gefragt. Meine Mutter hat mal gefragt. Da habe ich irgendwann mal zu ihr gesagt: Hey, ich werde Hotelmanager. Ich hatte keine Ahnung, was ein Hotelmanager macht, aber ich habe es mir so vorgestellt: Ich reise durch die Welt, ich lebe in Hotels und kann mein Leben genießen. Habe dann aber relativ schnell gemerkt: Okay, so funktioniert es nicht, weil ich habe dann mal ein Praktikum da gemacht. Und hatte dann aber nach meinem Abitur immer noch keine Ahnung, was ich machen wollte. Bin dann also nach Neuseeland gegangen. Also mein Lebensmotto zu dem Zeitpunkt war erstmal nach Neuseeland und dann mal weiter gucken. Und ja, war, bevor ich da hingegangen bin, schon auf meinem ersten Event von Juice Plus durch meinen Cousin, der hat mich eingeladen, der liebe Finn, und hat gesagt, komm mal mit, weil ich kannte Network schon,
weil ich habe vorher mal von einer anderen Firma, die werde ich jetzt nicht erwähnen, aber von einer anderen Firma war Produkte genutzt. Da wurde mir auch das Geschäftsmodell und alles vorgestellt, aber da habe ich ehrlicherweise gesagt, hey, die sind irgendwie alle 50 oder so. Das ist, glaube ich, nicht so mein Vibe, weil ich war gerade 18, beziehungsweise damals noch 17. Und dann, ja, hat Finn gesagt, okay, komm doch mal mit, weil der hat mir nie verraten, was er da macht. Immer wenn ich geschrieben habe, was machst du, hat er immer gesagt, erzähle ich dir, wenn ich wieder zu Hause bin, weil er zu dem Zeitpunkt nicht mehr oben bei uns gewohnt hat. Und immer wenn er zu Hause war, hat er gesagt, ja, hat er sich irgendwie rausgeredet und hat mir nie was erzählt. Ja, das heißt, irgendwie wurde die Spannung immer größer. Und am Anfang dachte ich natürlich, das ist alles Bullshit. Ja, der macht das jetzt für 2 Wochen und dann lässt er das wieder. Und relativ schnell habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie macht er das nach 1,5 Jahren immer noch und der wohnt in Hamburg und der lebt irgendwie davon. Also irgendwas muss bei rumkommen, weil von Luft und Liebe bezahlt man keine Wohnung in Hamburg. Und ja, dann hat er mich mit zum Event genommen und ich hatte keine Ahnung. Das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass die Menschen irgendwie extrem positiv waren. Die waren irgendwie cool drauf. Und da waren irgendwie auch junge Leute auf der Bühne und ich dachte mir, hey, wenn 1% stimmt von dem, was die da sagen, dann bin ich dabei, dann will ich das auch. Und dann habe ich mich ganz motiviert, wie wahrscheinlich viele andere, eingetragen und war der absolute Traumpartner. Ich habe nämlich keine Produkte genutzt, ich habe mit niemandem gesprochen und ich habe eigentlich nichts auf Social Media gepostet oder nicht nur eigentlich, ich habe nichts auf Social Media gepostet, also ich habe wirklich nichts gemacht. Und war aber voll motiviert dabei. Und dann bin ich nach Neuseeland gegangen. Und dann habe ich eigentlich erst so die richtige Entscheidung für mich getroffen. Weil, ja, ich habe dann da gearbeitet. Also ich sage immer, alle, die mal so richtig gearbeitet sind, lachen immer, wenn ich sage, ich habe da zum ersten Mal so richtig gearbeitet für 3 Monate. Ja, aber ich habe da dann 2 Jobs gehabt, also habe 7 Tage gearbeitet, hatte eine 60-Stunden-Woche für Mindestlohn und habe relativ schnell gemerkt, okay, macht irgendwie nicht so viel Spaß. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich wieder auf meinen Cousin, auf den Finn zugegangen bin und gesagt habe, okay, ich bin ja eigentlich schon dabei, habe zwar nie was gemacht, aber was muss ich denn jetzt tun, um wirklich auch Geld zu verdienen, um wirklich auch durchzustarten? Weil ich habe ja gemerkt, nur einschreiben bringt nichts, davon wird man schon mal nicht reich. Tolle Erkenntnis. Also, ich fasse mal zwei Sachen zusammen, weil du gesagt hast, in der anderen Company nur 50-Jährige. Das freut mich, dass du dann heute mit mir redest. Mein 50. steht kurz bevor. Punkt Nummer zwei, was mich natürlich brennend interessiert: der Finn, ist der am Start noch? Macht der was? Ja, wir bauen Ist gemeinsam alles auf, ja. super geil, weil man hört ja auch oftmals von solchen Konstellationen, dass irgendein Familienmitglied hat dann jemand ins Network gebracht oder die Upline ist dann, wie sagt man, inaktiv, fluktuiert oder hat aufgehört und derjenige unten drunter macht dann Karriere, was natürlich dann so ein richtiger, ja, was richtig mies ist, also Schlag ins Gesicht. Bei euch funktioniert es. Das ist super. Das ist super. Und ich sage jetzt mal, ich habe noch ein paar Fragen, auch noch mal vorab, um gleich noch mal so ein bisschen reinzugucken, wie du so drauf bist und wie du so denkst. Hast du vor, schnell zu sein oder ist es einfach passiert? Also Beispiel, es gibt ja Leute, die arbeiten wie verrückt und es kommt für die Arbeit, für die vielen Kontakte, die sie machen, relativ wenig raus. Also das heißt, die arbeiten zwar, brauchen dann aber länger. Und es gibt aber auch welche, die haben Glück, weil sie einfach mal zwei, drei gute oder richtige Kumpels ins Business bringen und sind dann in eurem Falle vielleicht NMD oder irgendein Diamond woanders oder so. Wo würdest du dich einschätzen, einordnen? Hattest du Glück? Wolltest du schnell sein? Bisschen Worker. Also eigentlich wollte ich 200 bis 300 € verdienen. Das war mein Plan, weil ich dachte so, hey, ich mache eigentlich nach meinen Arbeitstagen, habe ich nie was gemacht. Ich habe nur Netflix geschaut. Und dann dachte ich so, hey, wenn ich Netflix schaue, dann bin ich eh am Handy. Dann kann ich die Zeit irgendwie auch nutzen, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen, weil alles, was ich extra habe, das kann ich auf Reisen gut gebrauchen. Und das war eigentlich so das Ziel. Und dann habe ich aber einfach Spaß dran gehabt. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Vielleicht auch, weil es mein Cousin war, aber auf jeden Fall, wir waren oft dann gemeinsam im Zoom-Call und ich hatte einfach eine Menge Spaß. Und habe dann irgendwie immer mehr gemacht. Und irgendwann war es dann schon so, dass ich morgens aufgestanden bin, um, keine Ahnung, 20 vor 5.
Ja, und dann musste ich um 6 auf der Matte stehen, auf Arbeit. Und dann stand ich eigentlich den ganzen Tag in der Fabrik und dachte mir so, wann ist endlich Feierabend? Ich will wieder was machen. Und das war irgendwie dann immer so mein Lichtblick am Ende des Tages. Und dann habe ich das gemacht und ich habe bestimmt jeden Tag 3, 4 Stunden gearbeitet. Also gearbeitet, für mich fühlte sich das nie so an. Für mich war das wie so ein Hobby. Aber ich war absolut nicht schnell. Also ich habe dann, ich glaube, 3 Monate, 2,5 Monate gebraucht für die erste Position, habe dann das erste Mal 100 € verdient. Ja, habe mich gefühlt wie der König der Welt. Habe dann auch erstmal natürlich 2 Monate gar nichts mehr gemacht und auch nichts mehr verdient. Und danach habe ich dann eine Entscheidung getroffen, weil dann vieles passiert war. Und dann dachte ich so, okay, jetzt geht es aber richtig los. Jetzt muss ich es ein paar Leuten beweisen. Und dann ging es los und dann habe ich so Step by Step die eine oder andere Position gemacht und habe wirklich viel gearbeitet, wirklich viele Leute ins Team geholt, aber habe auch viele, viele Fehler gemacht. Ja, also aus meinem warmen Markt ist bis auf meinen Bruder erstmal niemand gestartet, weil ich ja so ein leider Gottes einfach nur so einen Standardtext an alle rausgeschickt habe, die ich kannte, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und das war natürlich eher so ein Schuss nach hinten. Und habe dann tatsächlich 50 Leute im Team gehabt, bevor ich dann mal die erste Person hatte, die auch mal verstanden hat, was Network Marketing eigentlich ist und was man hier eigentlich erreichen kann. Und die ist auch bis heute immer noch bei mir. Das ist die Celine. Und ja, also ich hatte immer das Gefühl, ich war sehr, sehr langsam. Aber rückwirkend, wenn ich jetzt drauf schaue, muss ich sagen, okay, eigentlich war ich gar nicht so langsam, weil ich habe, glaube ich, 3, 3,5 Jahre gebraucht, um NMD zu werden. Also es ist eigentlich ziemlich schnell. Aber für mich fühlte sich das immer so an, als hätte ich ewig gebraucht. Ja, okay. Naja, ich sag jetzt mal, wenn wir schon beim Thema Sprüche sind, die meisten überschätzen auch immer, was kurzfristig geht und unterschätzen, was langfristig machbar ist. Das fühlt sich mittlerweile für mich schon so abgedroschen an, weil es ja jeder sagt, aber es ist wirklich so, ich habe noch niemanden oder kaum einen Networker kennengelernt, der zu mir gesagt hätte, boah, das ging mir alles viel zu schnell. Also ich sage jetzt mal, es würde eigentlich jeder gern schneller mehr erreichen und mehr verdienen. Und die Praxis sieht dann halt doch so aus, dass es noch ein Leben gibt mit allem, was so ein Leben an Segnungen bereithält, Herausforderungen, Struggles und wie auch immer. Aber das Entscheidende ist, ja, dabei bleiben, weitermachen. Ich habe noch was zum Thema, weil du sagst, warmer Markt. Der einzige ist mein Bruder, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, also das würden sich ja auch viele wünschen. Absolut. Also ich meine, sorry. Du hast mir erzählt, du gehörst zu Claudio und Dennis Gomküte. Da ist ja das Konstrukt ein bisschen anderes. Da sind ja doch ein paar mehr aus der Familie eingebunden. Wir haben ja das Buch gemacht, Network Marketing und Family. Also Grüße gehen raus hier an alle. Aber wenn dein Bruder dabei ist, ich finde das schon mal geil. Das ist geil. Ich sag dir so, wie es ist, davon träumen 95% aller Networker. Na, denen ist das nicht vergönnt. Absolut. Absolut. Also ich bin super, super dankbar und ich freue mich auch immer, weil wir alles gemeinsam erleben und so weiter. Das ist saugeil. Aber ich wollte nur damit sagen, das ist jetzt nicht so wie bei anderen, dass ich einmal meine 3 Kumpels abklappe und direkt irgendwie 10 Leute habe, die sagen, okay, geil, und jetzt geht's los. Sondern es war eher so, also ich habe viel eher über den kalten Markt gemacht und relativ wenig über den warmen Markt, weil ich den ziemlich schnell verbrannt habe. Bis auf meinen Bruder, aber der war bei mir in Neuseeland, der konnte nicht weg. Der musste sich das 1,5 Monate anhören. Damals habe ich mit ihm in einem Van gepennt. Das heißt, der hatte keine andere Wahl, als irgendwann auch zu starten. Und ein kleiner Funny Fact, ich habe ihm damals gesagt, okay, ich bezahle die Hälfte von deiner Lizenz zum Starten. Und das Geld hat er immer noch nicht bekommen. Das hält er mir immer noch vor und das erzählt er auf jedem Event. Aber er ist immer noch dabei und ist immer noch happy und das ist das Schöne an dem Ganzen. Du kannst ihm ja sagen, das hast du dir aufgehoben für den Tag, an dem er PNMD wird und du ihn dazu beglückwünschst. Ja, wenn er PMD Plus wird, dann kriegt er die Hälfte von dem, was er damals bezahlt hat, ja. Es ist immer lustig, diese Insider-Geschichten oder diese Stories behind dann so zu hören, was es da so für Verstrickung und für emotionale Sachen und für Spezialkonstrukte manchmal gibt. Es ist Absolut. echt verrückt.
Du bist in Neuseeland. Also wir wollen ja auch ein bisschen Lust machen jetzt, ne? Für die. Zählst du dich zur Young Generation noch? Also Mit. ja, also ich kann immer nicht denken, dass ich jetzt, also das ist schon 5 Jahre her, ist, wo ich damals hier war. Ich fühle mich immer noch so, als wenn ich gerade 18 geworden wäre. Ja, aber ich bin immer noch einer der Jungen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Also wir haben ja jetzt, wenn ich mal bei uns reingucke, auch ich sage jetzt mal, in unseren Kundenstamm vom Rekrutier oder auch in unsere Masterclass, man muss schon sagen, das Gros auch der Networker ist, 80, 70, 80% sind irgendwie aus gefühlt und auch berechnet über 35, mit denen ich so zu tun habe. Ja? Und viele von denen, die haben ja Kinder oder dann auch schon Enkel, die möchten natürlich gerne. Ah, dass die Kinder und die Enkel da diese Chance auch erkennen. Nur wie du sagst, das ist einfach auch nicht so leicht. Das ist ja ein Identifikationsthema. Weil wenn ein 20-Jähriger es von seinem Opa dann hört, er soll mal was machen oder so, der Opa hat zwar faktisch recht, es ist aber nicht cool, es ist nicht geil, weil der Opa keinen Style hat oder die Eltern ja selber auch nicht oder dann langweilig kommunizieren oder auf Arbeitsweisen, mit denen man nicht klarkommt. Und man braucht ja immer die gelebten Vorbilder, die gelebte Geschichte. Und vielleicht können wir jetzt den ein oder anderen 20-Jährigen motivieren, weil das ist schon, ich habe gestern mit meinem Kollegen, mit dem Rainer von Massenbach gesprochen. Bei uns war ja nur eine regionale Arbeitsweise möglich. Es gab ja weder Netz, noch war überregional, internationale Expansion. Es war ja nur im deutschsprachigen Bereich. Und da sage ich, ey, Alter, habe ich gesagt, das wäre doch unser Ding gewesen. 25 und so ein Dubai-Konstrukt oder Neuseeland und nur über den Rechner checken, den ganzen Tag, Zoom, iPhone. Er sagt, Fakt, 100 pro. 100 pro. Also vielleicht können wir den einen oder anderen motivieren, wenn es die eine oder andere Mama sieht oder der eine oder andere Opa, schickt es an eure Enkel weiter, weil mich motiviert es brutal, wie du da in deinem Camper hockst, Neuseeland, wir quatschen und verdienen tust du ja mittlerweile auch ganz ordentlich, oder? Absolut. Also ich kann nur jedem sagen, es ist das Beste überhaupt. Also ich meine, es ist ja auf der einen Seite natürlich das Geld, aber ich sage immer, hey, es gibt bestimmt einige, die mehr Geld verdienen als ich, aber es gibt wenige, die so viel reisen wie ich. Weil ich meine, Geld ist ja das eine, aber die Frage ist ja, wie viel kannst du Urlaub haben? Und ich meine, meine beiden Brüder sind jetzt auch hier und das ist mega geil, aber die können halt nur 6 Wochen hier sein, weil die länger nicht Urlaub bekommen. Auch Ja, das nur ist. 6 Wochen, die armen Brüder. Ja, ich weiß, nur 6 Wochen, aber also ich denke mir so, wir sind jetzt 3,5 Monate unterwegs und das ist fast ein bisschen kurz, ja. Also ich Das ist denke unseriös. mir so, ja, wir könnten ein bisschen länger machen. Nein, aber was ich sagen wollte, es lohnt sich wirklich einfach wegen dieser Freiheit, weil ich glaube, gerade heutzutage alle jungen Leute, so wie ich oder die noch jünger sind, die kommen aus der Schule und die wollen was machen, wo sie erstens einen Sinn sehen, die wollen irgendwas machen, wo sie langfristig was von haben und die wollen was machen, wo sie Spaß haben. Und ganz ehrlich, ich reise jedes Jahr in so viele verschiedene Länder auf irgendwelche coolen Events von unserer Firma oder auf irgendwelche anderen Events. Und ich meine, was gibt es denn Besseres, als mit coolen Leuten zu verreisen, eine geile Zeit zu haben, ab und zu mal eine schöne Party zu haben? Und sonst irgendwie andere coole Sachen zu machen. Wir waren jetzt heute Vormittag zum Beispiel auf so einem Jetboot auf einem Fluss unterwegs und haben da ein paar Drehungen gemacht und alles Mögliche. Dann haben wir gestern eine Quad-Tour gemacht. Da haben wir noch einen Helikopterflug auf den Gletscher drauf gemacht und so weiter. Und es war nicht die Frage irgendwie so, okay, ich muss erst mal aufs Konto gucken, geht das gerade? Oder ich muss mal kurz, keine Ahnung, anrufen, kann ich das noch machen? Oder meine Eltern anrufen und sagen, könnt ihr mir ein bisschen Geld überweisen? Und es war einfach okay. Wir machen das jetzt. Und dann habe ich die Kreditkarte raufgehalten und haben wir es gemacht und haben einfach eine geile Zeit gehabt. Und das ist ja das, was für mich so viel wert ist, weil ich sage immer, du kannst halt reisen und du kannst reisen. Weil ich meine, vor 5 Jahren bin ich gereist als Backpacker und da gab es nur das billigste Toast, da gab es nur kostenlose Campingplätze, da gab es nur das, was irgendwie richtig billig ist. Und ich meine wirklich billig, nicht günstig, sondern billig. Und heutzutage. Klar, ist jetzt nicht so, dass ich mein komplettes Geld raushaue, aber es ist schon so, dass ich sage, okay, es gibt
gewisse Dinge, die gönne ich mir jetzt einfach mal und die mache ich jetzt einfach mal, weil ich da einfach gerade Bock drauf habe. Und das ist für mich so der Punkt. Ich meine, ich bin 5 Jahre dabei, ich bin 23. Ich denke mir, okay, wo kann ich in 10 Jahren stehen, wo kann ich in 20 Jahren stehen, weil es gibt Leute, die erleben das nie. Und andere Leute, die mussten dafür vielleicht 30 Jahre in der Firma sich irgendwie hocharbeiten und jeden Tag hart buckeln. Und ich sag mal so, ich arbeite auch viel, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich abends todmüde umfall und gar nicht mehr kann oder dass ich Angst vor Montag habe oder so, sondern ich bin gerade in Neuseeland, ich reise, morgens arbeite ich ein bisschen, hab ein paar Calls, abends habe ich ein paar Calls und that's it. Also ich glaube, es könnte definitiv schlimmer sein. Wahnsinn. Also, so ein bisschen neidisch sitze ich da jetzt auch gerade hier vorm Rechner. Ja, weil das ist ja abartig. In dem Alter, mit 25, habe ich damals meine Geschäftsidee gerade kennengelernt. Da habe ich auch schon zwei abgeschlossene Ausbildungen gehabt, eine angefangene. Boah, das war alles. Wenn man sich mal überlegt, du hast jetzt auch gerade gesagt, wie geht das mal weiter, ne? Also ich sag mal, du stehst ja mit 25 jetzt an dem Punkt, du 23. hast wahrscheinlich irgendwie einen Verdienst, wie Leute haben, die irgendwie 6 Jahre studiert haben, die dann mit 30 oder 32 anfangen, irgendwie in einem Top-Job, wobei man fängt ja da nicht in einem Top-Job mit Top-Verdienst an. Den hat man dann nach 10 Jahren als Arzt, wenn man dabei bleibt, oder als Anwalt. Ja, wie. Weißt du, wie geht's denn dann weiter bei dir? Was soll denn da jetzt noch kommen? Also, wenn du, ich stelle mir auch immer die Frage, was ja, wenn du die ganze Welt schon gesehen hast, dann mit 30 und du bist jetzt schon Hubschrauber geflogen und Jetski und was soll da noch kommen? Also, so Jeff Roberti oder was? Also, ich hatte ja das große Glück, dass ich vor 2 Jahren bei Jeff Roberti sein durfte. Und das hat mir natürlich nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, mir nochmal ein bisschen gezeigt, was möglich ist. Und natürlich, also, das ist das Ziel, dass ich den ablöse. Also, schick das bitte nicht an Jeff. Ja, von seinem. wobei du jetzt natürlich wissen musst, das hören ja ein paar Leute, ne? Und Das ist in Ordnung. so ein kleines Commitment, das gibt ja auch Kraft. Ich habe das auch schon auf einer Convention gesagt. Also, es ist in Ordnung, auf jeden Fall. Und Nee, er aber. freut sich, pass auf, es freuen sich ja viele in der Kette. Gomküt freuen sich, Roberti freut sich, da sind ja auch bestimmt noch ein paar dazwischen, oder? Die freuen sich ja alle. Ja, da freuen sich ein paar, definitiv. Jus Blas Nee, freut aber. sich. Ja, absolut. Also, das nächste Ziel, also, jetzt ging es die letzten 5 Jahre ziemlich viel um mich. Und jetzt ist natürlich das, also ein großes Ziel, das habe ich von Anfang an gesagt. Meine Eltern waren ja nicht immer begeistert, also mittlerweile sind es meine größten Fans, aber die waren nicht immer begeistert. Und ich habe damals schon gesagt, hey, glaub mir, Mutti, mit 60 brauchst du nicht mehr arbeiten. Ja, die arbeitet im Kindergarten und dann hat sie gesagt, ja, irgendwann will sie da auch nicht mehr arbeiten bis zur Rente. Habe ich gesagt, mit 60 brauchst du nicht mehr arbeiten. Und ja, jetzt habe ich noch 3 Jahre Zeit, also die Uhr tickt. Und ich habe gesagt, okay, und das ist jetzt wirklich mein Hauptziel, jetzt einfach so viel Gas zu geben, dass ich mit 60 sagen kann, okay, Mutti, egal was du vorhast, egal was du machen möchtest, kein Problem, go for it. Und ich kann auf jeden Fall das Finanzielle schon mal abdecken und Zeit hat sie dann sowieso. Und das ist jetzt mein größtes Ziel, weil es gibt viele Sachen, die geil sind und die Spaß machen, Helikopter fliegen, Jetski fahren und so weiter. Und da mache ich auch gerne mehr von. Ich liebe sowas, ich bin so ein Adrenalin-Junkie. Aber das ist jetzt mein größtes Ziel, da wirklich für zu sorgen, dass es nicht nur mir, sondern meiner kompletten Family richtig, richtig gut geht, dass ja, sich da niemand mehr Gedanken machen muss und dass die vielleicht auch nochmal einen Trip nach Neuseeland oder Australien oder Kanada oder wo auch immer hin machen können, weil die lieben es auch. Die waren auch vor 5 Jahren für 3 Wochen hier. Und deswegen ist das ja, das größte Ziel jetzt, Herrlich. generationsübergreifenden Wohlstand aufzubauen. Oh, das habe ich so noch nicht gehört, das gefällt mir aber. Also, ja, also so im Network-Marketing-Jargon, so unter dem Thema Ziele, generationsübergreifenden Wohlstand. Das ist cool. Ich bin mir übrigens sicher, jetzt sitzt die ein oder andere Mama vielleicht auch hier davor und hört zu und denkt, Mensch, was für ein toller Sohn, schickt die Mama mit 60 oder
in Rente geht sie ja selber, aber möchte oder will dann dafür sorgen, dass einigermaßen alles passt. Das ist natürlich auch ehrenwert. Auch ein schönes Ziel. Weißt du, was ich mal mache? Ich seh bei dir, geht bei dir auch die Sonne auf oder unter da hinten? Unter, oder? Unser, ja. Weil bei mir geht sie gerade auf. Ich müsste, glaube ich, mal ganz kurz meine Jalousie runterlassen. Gib mir mal 30 Sekunden. Yes, alles easy. So, bist du noch da? Yes, ich bin auch Jetzt passt da. also, ist ja ein magischer Tag heute. Nicht eine Wolke am Himmel, kalt, aber Sonne, und das muss man natürlich nutzen, ne, zu der Jahreszeit in Deutschland. Plus jetzt scheint es mir gerade ins Gesicht, war nicht so optimal. Du, mal an der Stelle, du hast ja vorhin schon was zum Thema Geld gesagt. Da mache ich dies, da mache ich das. Mich würde wirklich immer mal interessieren, die Zahl derer, die davor sitzen, die das jetzt so. Also es gibt ja immer eine Hälfte, die motiviert das brutal. Ich sage, oh, wie geil. Ne? Und dann gibt es die andere Hälfte, die beißen irgendwie in den Küchentisch, wo sie sagen, oh, der junge Kerl, der redet so über Geld. Das würde mich wirklich mal interessieren. Für diejenigen, die zuhören, ihr könnt uns ja mal unten drunter schreiben, so was eure Ziele so sind. Ja, wofür geht ihr? Wollt ihr weg von irgendwas? Wollt ihr hin zu irgendwas? Spielt das Thema Familie für euch eine Rolle? Ja, und falls noch nicht geschehen, kleiner Aufruf an der Stelle, bitte lasst uns gerne mal ein Like da, wenn es euch motiviert. Falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal abonnieren vom Rekrutier und natürlich das Video unbedingt weiterschicken an alle Omas, Opas, Mütter, Väter und deren Kinder natürlich. Jesko, eine Absolut. Frage mal an dich. Wir wollen ja, also Punkt Nummer eins. Wir haben ja zu Zeiten angefangen, auch hier mit dem YouTube-Kanal. Da haben wir einfach gemacht und da war das noch gar nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt so und so viel Follower haben oder so. Wir hatten die einfach. Ja, und jetzt sind wir irgendwie bei 23.000. Das ist natürlich für einen, nur, es gibt YouTube-Kanäle mit 2, 3, 4 Millionen Followern, aber wir sind im deutschsprachigen Raum der mit den meisten Followern. Und ich hätte aber gern 100.000, weil ja, da, jetzt hätte ich sie gern und da könnt ihr vielleicht alle auch ein bisschen mithelfen. Wir wollen wirklich mal sehen, wie groß ist denn die Network Marketing Community in Deutschland? Deswegen meine Frage an dich, was denkst du, wie viele Networker gibt es im deutschsprachigen Bereich? Zu wenige. Zu wenige. Nee, also es ist eine gute Frage. Ich kann es echt schwierig einschätzen. Also, Was ist denn das keine Ahnung. Marktpotenzial? Weißt du, man spricht ja immer über Potenzial. Wie viele Menschen können denn Networker sein? Oder was ist realistisch? Oder? Also, ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jeder Mensch Networker ist. Manche sind gut, manche sind schlecht, aber nicht jeder macht Network Marketing. Und das ist eigentlich total verlorenes Potenzial, weil, also wenn ich zum Beispiel an meinen Vater denke, egal was ich brauche, ja, brauche ich jemanden, der mein Auto repariert, brauche ich jemanden, der mir ein Haus baut oder brauche ich egal was, der macht einen Anruf und der kennt jemanden. Ja, perfekter Networker. Der hat einfach ein gutes Netzwerk. Und so sind ja viele Menschen aufgestellt, aber wenige nutzen das, um Network Marketing zu machen. Und das macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn, weil. Ich meine, Network Marketing ist so ein geiles Geschäftsmodell. Es muss ja nicht mal sein, dass man jetzt sagt, okay, ich möchte es hauptberuflich machen, sondern auch, wenn man 200, 300 Euro nebenbei verdient. Ich meine, dann kann man auch mit seiner Familie, wenn man Familie hat, vielleicht mal schön essen gehen oder man kann sich vielleicht einen schönen Urlaub mit seinem Partner gönnen oder was auch immer. Und deswegen, das Potenzial ist riesig und meiner Meinung nach kann jeder Network Marketing machen. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder manche sagen, wenn jeder das macht. Natürlich, es kann auch nicht jeder Erzieher sein. Wenn alle in Deutschland Erzieher sind, dann wird unser System auch nicht funktionieren, logisch. Aber grundsätzlich gibt es ja Networks in allen möglichen verschiedenen Branchen. Das heißt, es macht ja Sinn, grundsätzlich Network Marketing für sich zu nutzen, um sich langfristig was aufzubauen. Und wenn man halt eben ein wiederkehrendes Einkommen hat von ein paar hundert Euro oder wenn es gut läuft, auch gerne ein paar tausend Euro oder ein paar zehntausend Euro, dann tut es, glaube ich, auch niemandem weh, weil am Ende des Tages, wenn man sich ein gutes Network, und da gibt es viele von, mit einem guten Produkt oder einer guten Dienstleistung aussucht, dann bietet man einen Mehrwert an die Menschheit. Und das ist doch
das Ehrenwerteste, was man machen kann. Interessant. Weißt du, wo kommt denn das überhaupt her? Das ist ja eigentlich nur in unserer Branche. Ja, wenn das dann mal jeder macht. Heute, wenn du ein Kind hast, das Kind sagt, er möchte mal Fußballprofi werden, da kommt nicht ein Elternteil auf die Idee zu sagen, ah, mach das nicht, weil wenn das alle machen würden, oder wenn er mal zum Medizinstudium geht, ist eigentlich vollkommen irrational. Im Network Marketing heißt es dann, okay, wenn das dann alle mal machen, dann funktioniert das nicht mehr. Da kommt aber auch keiner auf die Idee zu sagen, bis das dann mal alle machen, kann man ordentlich Kohle verdienen. Also selbst wenn es so wäre, das ist doch Wahnsinn eigentlich. Ja, wie verargumentierst du das? Machst jetzt eine Geschäftsvorstellung, ich sag dir, was ist, wenn der Markt dicht ist? Wie gehst du dann mit mir um? Sagst du, denkst du, oh, der ist ein Kleindenker, ich breche das Gespräch ab, oder argumentierst du das? Also die meisten Menschen sagen es ja nicht, weil sie was Böses wollen, sondern die meisten Menschen verstehen es ja wirklich nicht oder es ist wirklich eine Angst von denen oder was auch immer. Ich sage immer so, hey, schau mal, aktuell gibt es ungefähr 1%, vielleicht sind es mittlerweile 2-3%, die Network Marketing kennen in Deutschland, meinetwegen 5%, ja, aber auch dann, ist ja ein mickriger Teil, der Network Marketing wirklich kennt. Also manche haben es gehört, aber die wenigsten kennen es ja und noch viel weniger haben es verstanden. Das heißt, es macht ja immer Sinn zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich meine, das ist so, jeder hat heutzutage ein Handy, oder? Und das hat auch mal angefangen, dass der eine ein Handy hatte, dann hatte man ein zweiter Handy. Jetzt sagst du ja auch nicht, ja, okay, jetzt müssen wir langsam aufhören, weil jetzt hat 3 von 100 haben jetzt ein Handy. Ich glaube, der Markt ist bald gesättigt. Wir verkaufen jetzt schon mal keine mehr. Also das macht ja gar keinen Sinn, sondern es macht ja gerade Sinn, dann Gas zu geben und zu sagen, okay, es gibt gerade noch 97% da draußen, die es nicht haben. Das heißt, da ist eine Menge Potenzial und eine Menge Menschen, die ich noch ansprechen kann und denen ich den Vorteil mal zeigen kann. Und dann Vollgas, weil, wie du schon sagst, also erstens, bis der Markt nicht komplett gesättigt ist, kann man auch eine Menge Kohle verdienen. Und zweitens, es werden jeden Tag neue Menschen 18. Das heißt, es gibt jeden Tag neue Menschen, die wieder im Network Marketing starten können, die sich hier wieder eine Zukunft aufbauen können. Also der Markt, der wird nie gesättigt sein, weil es ist ja nicht so, dass es alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist, sondern das Leben wandelt sich ja die ganze Zeit und Menschen werden 18 und so weiter. Und deswegen, das Potenzial wird niemals ausgeschöpft sein. Wie ist das jetzt bei jemandem wie dir? Du hast jetzt, sag mal, eine gute Basis, du hast einige gute Führungskräfte schon aufgebaut, bist jetzt in Neuseeland, bist dabei der Jüngste in der Dachregion. Wie baust du jetzt auf? So, hast du strategische Schwerpunkte, dass du sagst, bestimmte Länder, oder wie läuft das bei dir? Ja, also am Anfang habe ich immer einen deutschsprachigen Raum nur gemacht. Also mittlerweile eigentlich Deutschland und Schweiz ist so mein Hauptbusiness. Ich habe dann mal in Dänemark angefangen, viel auch zu tun. Aber das war, ja, wie in jedem Land, bist du halt erstmal dann wieder komplett alleine und fängst eigentlich von null an. Also nur weil man in einem anderen Land was aufgebaut hat, heißt es nicht, dass das andere Land irgendwie jeder jubelnd da steht und sagt, geil, jetzt spricht er mit mir, weil die wissen das ja gar nicht. Also das ist ja auch immer so ein lustiger Fakt. Viele oder manche sagen das ja auch manchmal so, ja, wenn ich denn mal NMD bin, dann ist total easy, irgendwie Leute zu sponsoren oder was auch immer. Das stimmt ja nicht, weil ich meine, die Person, die du ansprichst, die weiß ja nicht, was du erreicht hast und die weiß nicht, was du drauf hast oder was auch immer. Also ich glaube nicht unbedingt, dass man da einen Vorteil oder Nachteil hat. Aber klar, das Ziel ist natürlich, international zu gehen. Also unsere Firma versucht jetzt oder wird jetzt auch in den nächsten Jahren noch weitere Länder eröffnen. Und da ist natürlich, ja, das Ziel, den Fuß da in die Tür zu bekommen, weil logisch, wenn man halt einer der Ersten ist, die dann auch wieder da sind, einen komplett neuen Markt, ein komplett neues Land aufzumachen, dann hat man natürlich das größte Wachstumspotenzial, als wenn man halt eben, ja, in ein Land geht, wo halt vielleicht schon ganz, ganz viele das halt eben kennen, obwohl auch da, wie gesagt, immer das Potenzial noch da ist. Also viele sind dann ja vielleicht 2-3%, die es kennen. Und im anderen Land kennt es halt noch gar keiner. Aber das ist dann natürlich schon manchmal noch der Vorteil, dass halt egal, wen du ansprichst, das ist halt was komplett Neues ist. Weißt du, jetzt mal so ein bisschen so ein Clash of Cultures, oder wie man sagt, du bist ja ein reiner Onliner, richtig? Nee, ich mache auch viel offline. Also gerade natürlich, wenn ich am Reisen bin, Okay. connecte ich mich mit jedem. So, ich habe eine Zeit lang, habe ich noch ein paar so Jobs, Gelegenheitsjobs ab und zu mal gemacht, da war ich natürlich auch mit jedem im Gespräch. Also man kommt ja schnell ins Gespräch. Man fragt, was machst du?
Und dann kommt die Gegenfrage, was machst du? Und dann sagt man, ja, Ja, ich mache Networking und dann erzählt man ein bisschen. es kann so einfach sein, ja, weil also sich einfach Ja, mit also. Leuten unterhalten, was man so macht. Und zwar ohne Schnörkel einfach gerade raus erzählt, ne? Und geht. Also gerade jetzt auf der Reise ist es natürlich sehr einfach, ja. Also jeder sagt, okay, ich bin gerade im Urlaub für 2 Wochen, vielleicht für 4 Wochen, vielleicht wenn die ganz guten für 6 Wochen, ja. Und dann sage ich, okay, wir sind für 3,5 Monate unterwegs, wir verdienen nebenbei ganz normal Geld und wenn wir wollen, können wir theoretisch auch noch länger bleiben. Und das ist natürlich, also gerade, das merke ich gerade bei den Leuten, die gerne reisen, da läuft man wirklich in offene Türen rein, ja, weil jeder natürlich sagt, okay, geil, der reist. Der erlebt was, nebenbei arbeitet der. Was will man mehr? Ja, also gerade wenn du Leute hast, die dann so sagen, ja, Montag muss ich wieder hin, ja, und dann merkst du, wie die Stimmung langsam kippt, dann musst du dann schnell das Gespräch wieder in eine andere Richtung lenken. Das ist dann natürlich der Moment, wo du einfach auf offene Türen zurennst, weil ganz ehrlich, wer will das nicht? Also ich glaube, jeder hat irgendwo so einen Funken in sich, der sagt, okay, ich will noch ein bisschen mehr vom Leben, sei es ein bisschen mehr Freiheit, sei es ein bisschen mehr Community. Oder halt auch ein bisschen mehr Geld. 100 pro. Ich unterstelle sogar, dass es eigentlich alles ist, ja, in unterschiedlichen Gewichtungen. Aber das, was ich sagen wollte, ich habe ja dieses Thema auch immer wieder in unseren Communities, in unserer Masterclass zum Beispiel, wo ich also am Ende muss ich ja den Leuten auch immer irgendwo beibringen, den Blick zu heben, weil viele beschäftigen sich mit diesen Tagesbefindlichkeiten und haben den großen Blick nicht. Ne? Oh, mein Bruder, der will nicht mitmachen. Er hat zu mir gesagt, das ist böse, was ich mache. Und dann den Blick zu heben und zu sagen, es gibt nicht 80 Millionen Brüder, aber es gibt 80 Millionen mal Bruderersatz. Ne? Es sind andere Menschen da draußen im deutschsprachigen Raum alleine. Und ich wollte sagen, wenn ich jetzt hier bei mir vor die Haustür gehe, ja, also alleine wenn ich einen Spaziergang zur Isar runter mache, die ist bei mir hier direkt vor der Tür. Wie viele Leute treffe ich da? Also ich würd jetzt eine Wette machen. Eine Wette. Und vielleicht hat ja mein Leben jemand Lust, das anzunehmen. Da treffe ich jetzt um die Zeit vielleicht 50 Leute. An der Isar unten treffe ich nochmal 50, die mit dem Hund Gassi gehen und gerade so ein bisschen rumschnarchen. Wenn ich 100 Leute anspreche, und jetzt in deinem Falle frage, ob sie schon mal was von Juice Plus und Network Marketing gehört haben. Denn dann sagen mir 70, dass sie noch nichts von Network Marketing gehört haben, von den 100. Und 95 sagen, und die anderen 90% kennen Juice Plus nicht. Also weißt du, was ich meine? Das ist irre. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, zwar nicht in der Dimension, aber. Es ist unglaublich. Ja, und das ist ja auch immer, es ist immer so schade, weil viele suchen das Heil sonst wo, in Neuseeland, in Australien, in Israel oder sonst wo wollen sie auch bauen. Und der Nachbar, der Gartennachbar weiß nicht, was der Typ macht den ganzen Tag, weil er mit seinem Rechner auf der Terrasse hockt und laufend in irgendwelchen Calls ist. Und der Nachbar glotzt schon immer so rüber und guckt und guckt. Der schreit schon förmlich vor Neugier, was machst du da? Könnte ich mal ausflippen. Merkst du gerade, genau mein Voll. Ding. Ja. Ja, viele Menschen warten halt auch wirklich drauf, dass die mal angesprochen werden. Das habe ich auch schon so oft erlebt. Ja, also die schauen jeden Tag, was ich mache, also meine Stories, meine Beiträge. Die verfolgen das alle und die wissen auch alle eigentlich, was ich da so ungefähr mache, aber niemand versteht so richtig. Und dann kommt irgendwann mal die Frage: Hey, wärst du offen, dir das mal anzuhören? Ja, klar, sag gern Bescheid. Und da muss ich mich jetzt auch mal outen. Ich habe jetzt, bevor wir los sind, mit meinem Bruder auch noch mal wieder so ganz basic ein Home-Event gemacht, wo ich wirklich mal Bekannte und Freunde eingeladen habe, weil viele wissen, dass ich da irgendwas mache. Viele sehen irgendwie ein bisschen was auf Social Media, aber kaum einer versteht es wirklich, weil ich es nie wirklich erklärt habe. Weil ich immer dachte, ja, die Freunde von meinen Eltern, der Kumpel und der hat eh kein Interesse. Ja, und das ist ja so ein Bullshit, weil die Leute wollen mehr wissen. Die meisten. Ja, Und da habe das ich Schlimme wieder mal ist, gesagt, pardon, das Schlimme ist, wir sprechen den Leuten Eignung ab, ohne jemals mit denen gesprochen zu haben. Das ist eigentlich irre. Aber da muss ich nochmal reinfragen, das habe ich ja wirklich damals von Dennis Gomkütü, das Thema Geschäftseröffnung, das habt ihr ja gemacht. Ne? Zum Start war dann so die Geschäftseröffnung, seine Familie einladen. Und sowas hast du wieder gemacht jetzt zu Hause mal, oder? Ja, das habe ich jetzt nach 5 Jahren gemacht, habe ich wirklich, bin ich auf viele nochmal zugegangen, auch die ich schon mal angeschrieben habe. Aber weißt du denn so,
so blöd, weil ich einfach nicht besser wusste, weißt du, so eine Standardnachricht, so hey, und willst du nicht mal und was auch immer, anstatt mal den Hörer in die Hand zu nehmen oder mal vorbeizufahren oder so, habe ich dann eine WhatsApp geschrieben, was natürlich super unpersönlich ist, wo die Hälfte auch dachte, ja, okay, komm, jetzt kommt der hier um die Ecke und schreibt mir eine Nachricht, aber kann nicht mal vorbeifahren oder so. Und da haben jetzt wirklich nochmal mein Bruder und ich ein paar Leute angerufen und haben gesagt, hey, wer hat Lust? Ja, machen das jetzt 5 Jahre. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich gar nicht, was wir da eigentlich machen oder haben es vielleicht mal ein bisschen gesehen. Hättet ihr nicht Bock? Wir setzen uns gemütlich zusammen. Wir zeigen euch das mal. Ihr probiert mal ein bisschen, was wir da so haben. Und dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. So, und zack, wir haben es gemacht. Und da waren direkt offene Ohren, die gesagt haben, ja klar, gerne. Klar, bei manchen passt es dann nicht. Aber viele haben gesagt, okay, super gerne, wir kommen vorbei. Herrlich. Jesko, das ist für mich jetzt der Punkt, wo ich sage, hier möchte ich nochmal richtig mit einem Call to Action schließen, unseren heutigen Talk, weil es gibt sehr, sehr viele, die uns jetzt zuhören, die schon länger dabei sind, Monate oder Jahre. Na? Und für die das alles schon so lange her ist, mit ihren Freunden oder Bekannten vielleicht irgendwo zu sprechen. Und du bist jetzt wieder das beste Beispiel. Ich sage immer, wenn jemand sagt, mein warmer Markt ist durch, ich sage dann immer, ein Scheißtrick ist durch, dein warmer Markt. Ja? Also ich bin da mal ein bisschen direkter, weil ja, die Leute haben irgendwie vor 3 Jahren zwischen Tür und Angel mal mit ihren Leuten gesprochen, mit 2 Händen voll und sagen dann, mein warmer Markt, die wissen jetzt alle, was ich mache. Details wissen die sowieso nicht. Und über so ein Event, wie du jetzt gesagt hast, kann man dann wirklich nochmal alle zusammenholen, da vielleicht ein bisschen tiefgründiger mit den Leuten reden, kommunizieren, aufklären, Bedarf schaffen. Und das können wir da einfach mal raushauen als Call to Action. Ja, würde ich Komplett. sagen. Also ich meine, auch bei mir ist ja das beste Beispiel. Ich bin gestartet und habe, ich glaube, 3 Monate gar nichts gemacht. Ja, 3 Monate. Jetzt hätte mein Cousin ja auch sagen können, ja, nee, das ist durch. Mein Cousin kannst du abschreiben, der macht nichts. So, aber dadurch, dass er die Tür immer offen gelassen hat, ja, bin ich dann durchgestartet und bin mittlerweile seine stärkste Linie, sein stärkster Partner. So, und ich meine, das ist ja auch für Leute, die vielleicht schon mal gestartet sind oder nie gestartet sind oder vielleicht auch ja, mal gestartet sind, aber nie was gemacht haben. Geht nochmal auf die Leute zu, weil es gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum Leute nicht starten. Entweder ist es nicht der richtige Zeitpunkt oder es ist nicht die richtige Person. Ja, es kann auch mal sein, aber in 99,9% der Fällen ist es eigentlich, ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, weil gerade irgendwas ist und natürlich können wir jetzt sagen, das ist eine Ausrede, aber die meisten Menschen wissen ja noch nicht, was für ein Riesengeschenk du denen gerade machst, wenn du den Network Marketing vorstellst. Die denken ja nur so, ja, okay, klingt ganz cool, was auch immer, haben wir viel im Leben zu tun. Das heißt, es ist nicht Nummer eins auf der Prioritätenliste. Das heißt, es macht natürlich Sinn, irgendwann nochmal auf die Leute zuzugehen. Und dann merken sie vielleicht, ah, stimmt, vor 3 Jahren hat er mich angesprochen. Er, oder vor 5 Jahren, jetzt reist er wieder durch Neuseeland, dieser Jesko. Ja, und ich mache immer noch denselben Job, den ich eigentlich nicht mag. Habe irgendwie immer noch denselben Kontostand, den ich auch nicht mag. Und keine Ahnung, mein Umfeld mag ich vielleicht auch nicht. Ja, also im Worst Case. Das heißt, es macht ja Sinn, auf die Menschen nochmal zuzugehen und vielleicht nochmal nachzufragen, so, hey, bist du jetzt offen für Veränderung? Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich mache es auch bei Leuten, die ich nicht kenne. Ich sage immer, hey, ist in Ordnung, wenn ich mich nochmal bei dir melde. Hey, sollen wir nach deinen Prüfungen nochmal sprechen? Ja, ich frage einfach nach. Und wenn die Leute sagen, ja, gerne, dann frage ich nach den Prüfungen. Und wie schaut's aus? Bist du jetzt offen? So, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jemanden überrede und der startet dann, aber macht nichts, dann warte ich doch lieber, bis der fertig ist mit seinen Prüfungen. Und dann hat er vielleicht richtig Bock, weil es vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. So, und das ist, glaube ich, das, was die wenigsten verstehen, dass das Timing auch so oft wichtig ist. Meiner Meinung nach viel wichtiger als das, was wir sagen. Weil, wenn gerade jemand komplett happy ist in seinem Leben, ja, dann sagt er nicht, er verändert jetzt was. Aber wenn der dann irgendwann merkt, okay, so happy bin ich vielleicht gar nicht, und dann kommst du nochmal um die Ecke und sagst, du, ich hab da was Geiles, na dann kommt natürlich, okay. Ich meine, im allerschlimmsten Fall bleibt mein Leben so, wie es jetzt ist. Und im besten Fall verändert es sich positiv. Das war mein Spruch damals, warum ich gestartet bin. Und diesen Spruch kann ich jedem mitgeben, auch in Hintergedanken immer an die Menschen, die du vielleicht nochmal ansprechen kannst. Weil nur weil sie vor 3 Jahren gesagt haben, nein, vor 3 Jahren hatten sie vielleicht noch einen anderen Job, ein anderes Umfeld, einen anderen Kontostand. Vielleicht ist langsam das Erbe aufgebraucht, was sie bekommen haben oder was auch immer. Ja, und deswegen geh auf die Leute nochmal zu und sprich sie nochmal an. Also ganz, ganz klarer Call to Action, wie du schon sagst. Sprich die Menschen nochmal an und nochmal an. Ich meine, man muss die nicht zwingen, aber man kann immer mal wieder nachfragen.
Und genauso mit den Produkten. Bei uns jetzt zum Beispiel sage ich auch immer, hey, wenn Leute immer wieder krank sind, dann sage ich, du, ich habe es dir schon mal erzählt, nimm's. Ja, ich bin so gut wie nie krank, also super, super, super selten. Nimm's, probier's aus. Wenn die Leute sagen nein, dann denke ich mir, selbst schuld. Ja, und wenn die Leute sagen, okay, ich probiere es jetzt mal aus, dann probieren sie es aus. Wunderbar. Das lassen wir jetzt so stehen. Das hat unheimlich viel Kraft. Das ist ein schöner Call to Action auch nochmal von dir. Ich sage an der Stelle vielen herzlichen Dank. Das war sehr erfrischend, hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich behalte dich im Auge. Viele Grüße an die ganze Juice Plus Community und danke für deine Zeit, fürs Gespräch. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr wollt, ja, der Jesko, der beantwortet sicher auch die Kommentare. Wenn ihr was habt, dann schreibt es hier gern drunter. In diesem Sinne, Grüße nach Neuseeland, habt eine schöne Nacht und bis demnächst mal irgendwann. Yes, danke, dass ich da sein durfte und dir einen schönen Tag.